So, da wird erstmal verglichen, wer seine Kinder Teutenberg Ole Teuner Alexander Eimanns. Das können sich heute andere unter den Nagel reißen. Und ich denke mal, so die Jungs. Ja, natürlich, hier gucken wir, da hast du uns heute keine. Startfall zur deutschen Weltmeisterschaft. Um Punkt 12 Uhr, Finale der Bundesliga. Thank you.
geht also hier die Punkte für die Sprintwertung. Also, Sieger dieser Sprintwertung Roman Zucker, Striker Swenzelowski und auf 319 Kilometer Steinmann. Schauen wir mal, wie der Abstand ausschaut. Das sind hier bei Start und Ziel 2 Minuten und 18 Sekunden Abstand zur Spitze. Und in der Verfolgung Hendrik Lösken, Rosenteam NRW, Marcel Schöne, ebenfalls von Rosenteam. Hat einen Abstand von 3 Minuten und 27 Sekunden zur Spitze. Knapp 4 Minuten hinter der Spitze noch. 4 Runden nach 3 gefahrenen Runden. Und 40 etwa der Rückstand. Das ist der 33er.
zwei Mann Spitze, 57-115. Und die haben eine ganz schnelle Runde hingelegt. Zwei Fahrer Spitze, also abgesetzt haben sich die 57 und die 115. Vorsprung herausgearbeitet. Da kommen die Verfolger. Eine Minute haben sie den abgenommen. Das ist im Augenblick der Drittplatzierte, Laurin von Stetten. 3 auf 3. Erstmal die 88 Tom Lindner für die 115 und die 88 Tom Lindner. So, 5 Minuten hat dieser Akteur jetzt hier an Rückstand eingebüßt. 5:04 ganz genau. Dann geht es in die letzte Runde. Auf Platz 2. Ja, kommt da nochmal ein Gegenangriff. Müssen wir auf die Zeitabstände achten. Also die beiden haben 1:03 Vorsteller. Das geht innerhalb von einer Runde, haben die 2 Minuten Vorsprung herausgearbeitet. Das wird natürlich in den nächsten beiden Runden, wird sich der Abstand noch vergrößern. Also innerhalb von einer Runde wurde die Spitzengruppe gesprengt. 2 Minuten hinter der Spitze, das ist bereits ab Rang 14 abwärts an die Platzierungen. Der Master Bundesliga verhindert zu sehen in Kieler Führungstrikot. Jetzt geht er aus dem Sattel. Auch für diese Gruppe noch 2 Runden. 11,5 Minuten Rückstand. Und jetzt geht es hier in die letzte Runde. Einen Punkt geht noch an die 198, 198 an Sven Zurawski. So, letzte Runde auch für diese Gruppe. 3 Minuten 33 zurück. Das ist ab Platz 8. So, letzte Runde auch für diese Gruppe. 6:21 Rückstand ab Platz 12. Super, Luis. Henry Ulig, David Eppert, ja, Pascal Kohl, Lesnelius, 19 im Augenblick, die 51, Julian Meyers, Wiebotek, Rheinland-Pfalz. Letzte Runde für alle Akteure, auch für die Teilnehmer des Rosenteams. So, 9 Minuten für die beiden Rückstand, letzte Runde und auch für diese Gruppe geht es in die letzten 12,12. Kilometer. Eine Runde noch. Und an dieser Stelle begrüßen wir den Schulte, den Vorstandsvorsitzenden der Volksbank. Dann heißt er jetzt nur herzlich willkommen hier. Letzte Runde für die 112.
Sachsen die 117 sehen wir hier. Letzte Runde, 11:35 Rückstand für die 203 und die 11. Dann haben wir nochmal Erik Rauch aus Thüringen und die 211. Eine Runde zu fahren, die letzten 12,12 Kilometer. Jawohl. Unterstütztes Publikum geht es auf die letzte Runde. Führt vom Rosenteam NRW 15:45 der Rückstand. Jawohl, Anton. Nach Düren die nächste Station am 1. Mai. Sieger, also als Solist kommt er an und das ist der neue deutsche Bergmeister der U19, da reißt er die Arme hoch und das ist die 115 und Paul lag richtig und das ist Hannes Wiltsch, der zweite Platz und die Silbermedaille geht an Georg Steinhauser vom Holzer Radteam. Unter den fünf Verfolgern gibt es auch noch einen Master, der hier deutscher Meister wird in der Altersklasse, der 338er. Da ist er, 338, deutscher Meister, Master. Herzlichen Glückwunsch an die Sache. Und das ist Tim Thorntolterberg vom NRW-Team, vom Rosenteam. Das ist die 88, Schwalbe-Team Sachsen. Tom Lindner im Ziel. So, die 118 auf Rang 7, Roman Duckert. So, die 202 im Ziel, das ist Platz 10. So, und hier, schauen Sie mal, wie die reinfliegen und ihren Applaus dabei bekommen. Als ob es hier um die Weltmeisterschaft ginge. 7 Minuten hinter den Spitzenreitern und hinter den Siegern kommen die nächsten ins Ziel. 330. Zieleinlauf für die 51 und das ist ebenfalls Vibotec, die 44, das müsste Moritz Plambeck sein, jawohl, so ist es. Dann Jan-Marc Temmen, Rose-Team NRW mit zwei Fahrern, mit Marcel Schöne und Ole Theiler. Also bis jetzt 23, 24 Fahrer, als 25. Fahrer wird er hier aufgenommen. Augenweide, die Jungs hier hinfahren. Ja, es ging jetzt gerade um die Platzierung mit 26. Aufsteigend da war Leo Zierrenner, der Erfurter vom Stevens Junior Team Thüringen. 4:33. Der hat sich auch gefreut, ja. Schön. Ja, der ist gerade auf Teneriffa, dem geht es viel besser als uns allen. So, jetzt kommen sie alle kartonweise. Okay. Ja, und die nächsten das Ziel erreichen. Zweimal die Mannschaft Auto Eder Bayern. Die 34, das ist Lukas Herrmann vom Team Bringgut Abus. Super, Lukas. Hier die nächste. Mit der 4:25 im Ziel, das ist wieder ein Master. Zwei Fahrer erreichen das Ziel, das sind die 148 und die 358. Das haben die hereinfliegen, als ob es noch um die Wurst ging. Die 35 gewinnt den Sprint des Feldes, also von dieser großen Gruppe hier. Und das ist Anton Lubic am 21. September 2019. Die Bronzemedaille an das Rose-Team NRW, an Tim Thorntolterberg. Die Siegerung haben durchgeführt Herr Dirk Schulte von der Volksbahn Heinz-Dessner und der Vizepräsident des Deutschen Radfahrers Uwe Röhr. Die Silbermedaille an das Team Holzer Radsport und Georg Steinhauser. Sieger und neuer deutscher Meister in einer Fahrzeit von 2 Stunden und 24 Minuten vom Landesverband Brandenburg, der Weltmeister, Hannes Wiltsch.
Aus Bayern, bitte zu uns. Die führende Mannschaft, Gesamtwertung Sieger, Mannschaftswertung, da kommen sie. Und in Abwesenheit von Marco Brenner gibt es jetzt auch das Trikot für den Sprintbesten, für den Werkbesten und für den Gesamtsieger der Bundesliga-Saison 2019. Teammitglied im Team Autoräder Bayern. Marco Brenner abwesend, aber für euch, Jungs, werden wir stellvertretend die Trikots überreichen. Reicht sie mal weiter.